gerade noch mal drüber nachdenken. Gestern war ja Weltkindertag. Ich muss erst mal fragen, mögt ihr Kinder eigentlich? Ja. Ja, ja, das ist so eine Frage. Ich meine, da war so eine große Masse hier an Leuten, die irgendwie so dachten, naja, geht so. Also, wär genauso, wenn ich gefragt hätte, mögt ihr Katzen? Ja, also, man sagt auf sowas nicht nein, natürlich. Ja, also, und ist ja auch richtig. Wobei, ich finde, man war ja auch selber mal ein Kind, aber man war ja jetzt nicht unbedingt eine Katze mal. Na, egal. Ich bin so weit, naja. Auf jeden Fall, ich mag die ja auch, aber eigentlich nur, wenn die nicht nerven. So. Und das ist ja dann doch eine sehr, also das ist ja eins, was Kinder machen, ne? Nerven eben auch. Ja, also du wirst es noch sehen, pass auf. Naja, was ich sagen will, die Erziehung ist halt so schwierig jetzt geworden mittlerweile. Ja, weil, also gerade wenn die so 12, 13 werden, also, naja, ich finde es okay, dass wir die nicht mehr schlagen. Das ist, nein, das hat sich nicht bewährt. Das hat sich ganz einfach nicht bewährt. Aber das Problem ist jetzt, du sollst die auch nicht kränken, ja, also du sollst sie auf keinen Fall kränken und im Grunde ist aber jedes Verbot schon eine Kränkung, ja, weil das sagt dem Kind, nein, es ist nicht okay, wie du bist, ja, und im Grunde ist es genau das, was du denkst gerade, das ist eigentlich gerade nicht okay, wie du bist, ja, also wenn ich irgendwie, also gerade mit 13 sind sie ja am allerschlimmsten, also können wir alle klatschen, die schon mal 13-jährige Kinder hatten zu Hause? Ja, weil es ist ja erstens so, dass die ja, also erstens sehen die ja plötzlich so ganz komisch aus, ja, irgendwie so, ja, dann denkst du, Moment mal, ey, das ist doch nicht mein Kind. Also so ein Kind wollte ich eigentlich auch nicht. Also das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das war doch immer so niedlich und alles und jetzt plötzlich irgendwie so. So, ja, also. So, und dann, und was das Schlimmste ist, also erstens bin also die, also gerade Jungs, die ja dann auch ja nicht mehr, geht nicht gegen dich, die jetzt, die ja auch gar nicht dann mehr sprechen und dann, ja, und was das Schlimme ist, in diesem Alter, wo die nicht mehr hübsch sind, ja, ist ein Übergang, ist halt so, dann, in dem Alter entziehen sie dir auch noch ihre Liebe, ja, weil das war ja immer der Deal. Ja, du hast gesagt, ey, ich mach das alles, ich versorge dich und so, aber dafür liebst du mich bedingungslos. Das ist die Abmachung zwischen uns beiden. Und plötzlich kommt alle zusammen. Ja, sie sind nicht mehr niedlich und sie lieben dich gar nicht mehr in der Zeit. Ja, und dann machen sie nur Scheiße und, oder nicht und du darfst sie nicht kränken. So, also ich gehöre ja noch zu den Eltern, die damals versucht haben, ihre Söhne gerade davon abzuhalten, stundenlang auf ihren Dingern da rum, ja, also da rumzudaddeln. Und früher dachten wir, dass das schädlich ist. Ja, also heute weiß man, dass es schädlich ist. Aber man hat auch gelernt, nee, es ist trotzdem besser, die halten die Fresse. Ja, und machen noch sich was auf die Ohren und all, also bei allen anderen ist es dann für einen selber schlimmer. Ja, das ist nur für die Kinder schlimm. Ja, aber wenn du die versuchst, davon abzuhalten, ist es für dich schlimm. Ja, und ich musste mir dann so alternative Erziehungsmethoden überlegen. Ja, die ich euch jetzt mal vorstelle, könnt ihr gerne nachmachen. Also, geht aber, ja, also gerade 12, 13, mein Sohn, ja, mit seinen ganzen Kumpels. Und ich habe immer gesagt, nein, wenn Freunde kommen, dann macht ihr was Kreatives zusammen, dann interagiert ihr miteinander, ja, dass ihr noch wisst, was Menschen sind überhaupt. Ja, dann guckt ihr euch in die Augen, dann sind die so, und die natürlich, nein, wir wollen aber nicht, ich sag, nein, wir haben keinen Bock, was Kreatives, nein, nein, lass uns nur 5 Minuten, nein, ich sag, pass auf, noch ein Wort, und ich fange an zu schrippen. So, das musst du natürlich durchziehen. Weil die haben es natürlich nicht geglaubt. Und dann fing ich an. Und die haben geglotzt. Weil Kinder sind ja so spießig in dem Alter. Weißt du, da kannst du irgendwie. Und als ich die Hose unterm Arsch hatte, da sind die weggerannt und das Thema kam nie wieder auf den Tisch, Leute. So musst du es machen. So. Eins zu eins eine
wahre Geschichte. Ja, allerdings geht es nicht, wenn die 15, 16 sind. Dann filmen die dich nämlich. Und dann findest du dich wieder auf TikTok mit der Überschrift: Meine Mutter, Alter. Geht nicht. So, jetzt muss ich hier um.